Es ist schon eigenartig, was die Märkte da von sich geben, denn wir sehen, dass hier der DAX nun überhaupt gar keinen Bock hat, sich in irgendeiner Form zu entwickeln. Wir sehen, dass er hier ziemlich mühsam noch auch am heutigen Tag hier unterwegs ist. Wir sehen zwar schon ein bisschen eine Aufwärtsbewegung, aber wenn wir ganz ehrlich sind, seit dem Start jetzt hier heute ist das, also hier in etwa, ist nicht wirklich was passiert. Also alles noch ein Rumgekraucher. Das passt ja durchaus in dieses übergeordnete Bild. Zumindest mal der Überlegung, dass der Markt hier aktuell eher sowas hier in etwa vollführt und wir dann vielleicht nochmal sogar die Abwärtsrichtung bekommen. Das passt nun aber überhaupt nicht mit dem amerikanischen Markt. Na, wenn wir auf den Dow Jones gucken, dann vielleicht schon noch, denn der hat jetzt auch eher so eine Flatline hier. Das erinnert schon fast wie ein Market Cap. Also sprich, darüber darf er nicht mehr gehen. Wir erinnern uns an sowas wie den Hongkong-Dollar beispielsweise. Oder wir hatten solche Situationen auch natürlich ja damals beim Euro gegen den Schweizer Franken. Manch einer wird sich da noch teuer dran erinnern. Also da ist offensichtlich hier über diese Marke kein Hinauskommen aktuell. Im Gegenteil, der Markt jetzt hier so halbwegs beschleunigt nach unten. Das allerdings nun ganz konträr zu dem Bild, was wir beim Nasdaq haben. Denn der scheint wieder erstarkt zu sein. Einige natürlich noch im Fieber hier auf den Apple-Kurs beispielsweise blickend, im Sinne von, ja, wir durchstoßen hier die nächste Marke und machen damit Apple zu einem oder zu dem teuersten Unternehmen der Welt. Also das kann sicherlich da auch alles noch eine Rolle mit reinspielen, weshalb der Nasdaq sich eben nicht normal verhält im Verhältnis zu den anderen Märkten zumindest mal. Also wir sehen, hier ist noch die Aufwärtsbewegung. Die Idee, die hier dahinter ist, dass wir hier zumindest eine Chance haben, auch wenn das ein bisschen gegen den Rest des Marktes ist, nochmal eine Position zu eröffnen. Das ist immer so das Vabor-Spiel. Soll man nochmal reingehen, oder sonst verpasst man wieder was? Oder soll man es nicht mehr wagen, weil der Markt jetzt drehen muss? Wie gesagt, der Nasdaq sieht im Moment nicht zwangsweise danach aus, als ob er auf der Short-Seite unterwegs ist. Deshalb die klassische Überlegung eben, nachdem wir so schubmäßig nach oben sind, so wackelig hier nach unten, hier eben auf das Zwischenhoch einen Trigger reinzusetzen. Darüber hatten wir ja schon gesprochen, das ist jetzt nichts Neues. Wer jetzt vielleicht sogar noch mal einen günstigen Einstieg sucht, weil er das verpasst hat, hat hier vielleicht noch mal die Möglichkeit nachzutreten. Insbesondere und umso lieber, wenn der Markt jetzt in irgendeiner Form so, also auch wiederum wackelig nach unten kommt. Wir können es im 15-Minuten-Chart mal andeuten. Die aktuell scharfe Abwärtsbewegung, wenn die sich zum Beispiel als A, B, C oder vielleicht sogar noch mal ein. Ob der noch dazu kommt, dieser machen wir es so hier, ob dieser kleine Pinökel noch kommt, ob es eine ABC bleibt, dann hätte man hier drüber seinen Trigger, oder ob der Kurs sogar noch mal einmal mehr macht, dann hätte man hier seinen Trigger. Das wäre eigentlich beides absolut in Ordnung. Wir sehen also eventuell noch mal eine Chance hier reinzukommen, um einfach die Long-Seite noch mal zu spielen. Wichtig dabei allerdings unbedingt im Trailing-Stop arbeiten. Denn solange der breite Markt ja nun überhaupt so lustlos ist, also hier der S&P 500 beispielsweise ebenfalls wie festgetackert hier im Bereich seiner Allzeithochmarke, das macht dann noch nicht so richtig Laune, hier auf der Long-Seite mit dabei zu sein. Beim Nasdaq schon, aber beim Rest der Märkte offensichtlich nicht. Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Blick hier auf die Goldsituation. Da ist ja nach dem deutlichen Rücksetzer jetzt ein Wiedererstarken zumindest mal zu erkennen. Ich muss allerdings ehrlich sagen, das ist noch nicht so richtig überzeugend für mich. Das soll nichts heißen, nur weil ich nicht überzeugt bin, darf der Markt trotzdem steigen. Aber wir sehen, dass wir hier ja einen Rücksetzer hatten, hier ja einen Rücksetzer, und ich mag das umso ungerner, je mehr diese Kurse eben übersteigen. Es ist zwar nicht das ganz typische Bild, aber so richtig Bock macht das Ganze noch nicht. Auch hier gilt, darauf achten, kommt sowas, oder womit ich ebenfalls sehr, sehr gerne rechne, ist sowas hier. Dann hätte man hier zumindest mal auf den letzten Zwischentief zumindest mal nochmal einen möglichen Trigger, also zum Beispiel hier unter dieser Tiefmarke. Einfach, dass man sagt, okay, wenn wir keine steigenden Tiefs mehr haben, also die Tiefs, die Unterseiten jetzt hier nicht mehr weiter nach oben gehen, sondern wenn der Kurs das durchstößt, dann haben wir diesen Rhythmus nicht mehr. Und dann ist denn die alte starke Trennrichtung vielleicht dann doch wieder zumindest vorläufig nochmal die bessere Lösung. Das muss ja nicht gleich bis in alle Ewigkeiten in die Tiefe gehen, aber zumindest nochmal einen kleinen Schub nach unten. Das kann man sich dann ohne weiteres vorstellen, dass das dann dadurch indiziert wird, weil der eine oder andere Bulle dann hier den Mut erstmal verliert, sei es drum, Position sogar schließt, vielleicht der ein oder andere Shorty mit dabei ist oder aber zumindest mal mit seinen Einkäufen erst nochmal wartet, bis das Bild sich ein klein bisschen beruhigt hat. Aber was rede ich von der Short-Seite? Noch ist das Ganze long.
Und das im kleinen Bild ja auch auf absolut nachvollziehbarer Weise, denn hier war die starke Seite noch nach oben gerichtet, abwärts eben dieses klassische schwache Bild und dann eben diese Erwartungshaltung, dass sich in etwa dieses Bild hier nochmal wiederholt. Es ging so ein klein bisschen höher. Das ist nicht untypisch. Also wir sehen, dass hier das Verlaufsverhalten eigentlich immer noch ganz klar auf die Oberseite zielt. Und solange sich das nicht ändert, also sprich eine scharfe Bewegungsrichtung hier mal kommt, die dann wiederum abgelöst wird von was Wackeligen. Das ist wie gesagt wichtig. Ich weiß, da sagen wir, oh, das ist mir alles zu komplex, da muss ich auf zwei Sachen warten. Ja, das ist nun mal so. Da sollten wir uns drauf einrichten. Wenn wir aber diese Kombination aus beiden haben, dann haben wir eine relativ realistische Chance, dass da was draus wird. Noch ist das nicht erkennbar. Wer also sagt, ach, alles Tünnef hier die Short-Seite, völlig zu Recht. Noch überhaupt gar keinen Anlass zu shorten. Im Gegenteil, wenn jetzt dann sowas kommt, dann bin ich sowas von Long. Dann gibt es dann einfach nochmal einen schnellen Nachschlag. Dann hier auf der Long-Seite mit dabei. Letzte Zwischenhoch wie gehabt. Die Situation. So, ich hoffe, dass das ein bisschen Anregung gibt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute. Toi, toi, toi. An den Märkten. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.